Hallo liebe Volleyballfans zur 264. Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Arena Schwerin, wo heute der SSC auf Potsdam trifft. Der Tabellenvierte spielt gegen den Tabellenzehnten. Ich denke mal, wir freuen uns auf ein wunderschönes Spiel und ich hoffe, Sie auch. Und an den Linien, das ist hier Torben Weltling aus Kiel. Und Stefan Gierke aus Pappen. So, wir grüßen gemeinsam unsere Gäste vom Sport von Potsdam mit der Nummer 2.
Und damit begrüße ich Sie hier aus der Arena Schwerin zum Spiel zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Beginnen wird dieses Spiel der SC Potsdam und da ist es die Nummer 15, Sandra Südling. Und der erste Punkt geht an den SSC, 1:0 im ersten Satz. An der Angabe jetzt die Nummer 10 von Schwerin, Dennis Hanke. Dieser Ball sah anfangs noch recht ungefährlich aus von Wendula Adlerauer und doch mit Erfolg 2:0 für den SSC. Und da haben wir fast eine Wiederholung vom zweiten Punkt. Wieder Wendula Adlerova mit dem 3:0 für den SSC im ersten Satz. Jetzt auch der erste Punkt für den SC Potsdam. Damit steht es 1:3 aus Sicht von Potsdam. Jetzt für Potsdam Janine Hinderlich. Und Patricia Thormann erhöht auf 5:2 im ersten Satz. Nadja Schaus. Drei zu fünf für Potsdam. Laura Weinheimmeier. Und sie verwandelt direkt mit dem Ass. 4:5 aus Sicht von Potsdam. Gleich für Potsdam 5 beide. Und die Führung rausgeholt durch Patricia Grohmann von Potsdam. Damit steht es 6:5 für Potsdam.
und Wendula Adlerova mit dem Ausgleichspunkt zum 6:6. Damit jetzt an der Angabe für Schwerin Patricia Thormann. Erneuter Punkt für den SC Potsdam. 7:6. Und jetzt die Nummer 6, Patricia Grohmann mit der Angabe. Und Wendula Adlerova schafft den Ausgleich. 7:7. An der Angabe jetzt Wendula Adlerova. Und die erste technische Auszeit beim Stand von 8:7 für den SC Potsdam im ersten Satz. Potsdam jetzt Melanie Iwanski. Und der Punkt geht nach Potsdam. 9:7 aus Sicht von Potsdam. Und den kann Wendula Adlerova nicht vernünftig annehmen. 10:7 für Potsdam. Und der Ball war drin. 11:7 im ersten Satz. Und der SSC nimmt die erste Auszeit beim Stand von 11:7 im ersten Satz. Und Mira Topic mit dem Punktgewinn 8:11 aus Sicht des SSC.
an der Angabe jetzt für den SSC Bernd Kaufeld. Und sie verwandelt direkt zum 9:11. Und Nadja Schaus mit dem 10:11. Da steht der Block vom SSC. Das ist der Ausgleichspunkt. 11 beide. Und Berit Kaufeld verwandelt direkt. Da kann keine Potsdamer Spielerin den Ball mehr vernünftig annehmen. Damit steht es jetzt 12:11 für den SSC und die Auszeit für den SC Potsdam. Laura Weinmeier mit dem Ausgleichspunkt zum 12:12. Für Potsdam jetzt Sandra Silik. Und er ist soweit. Punkt geht an den SSC. 13:12 im ersten Satz. Eine Angabe für Schwerin jetzt Dennis Hanke. Und da war noch eine Schwerinerin dran. Der Punkt geht nach Potsdam. 13 beide. Und da steht der Block von Patricia Taumann und Nadja Schaus. 14:13 aus Sicht des SSC. Eine Angabe jetzt Mira Topic. Eine Angabe jetzt Janine Hinderlich. Und Patricia Thormann mit dem 15:14 für den SSC. Eine Angabe jetzt Nadja Schaus.
Wendula Adlarova holt den 16. Punkt für Schwerin. Damit geht es beim Stand von 16 zu 14 für den SSC in die zweite technische Auszeit. Angabe Nadja Schaus. Und der Punkt für Potsdam. 15 zu 16 aus Sicht von Potsdam. Punkt durch Patricia Grohmann zum Ausgleich. 16 beide. Und der Ball von Laura Weinmeier geht ins Netz. 17 zu 16 aus Sicht des SSC. Mit der Angabe jetzt Patricia Thormann. Da fässt sich Wendula Adlarova am Kopf. Da ging der Ball nämlich noch gegen 17 beide. Und erneut Führung für den SC Potsdam. 18 zu 17. Eine Angabe jetzt Patricia Grohmann. Der Ball ist im Aus. 19 zu 17 für Potsdam. Und der Ball von Patricia Grohmann war zu weit. 18 zu 19 aus Sicht des SSC. Und der Wechsel beim SSC. Wendula Adlarova geht vom Platz. Dafür kommt Janine Völker. Da steht der Block vom SSC. Berit Kaufeld. 19 beide. Auch an dieser Stelle steht der Block, aber diesmal aus
Potsdamer Sicht glücklich. 2019 aus Sicht des SC Potsdam. Topic haut den Ball ins Aus. 21:19 für Potsdam. Und jetzt die Auszeit durch den SSC. Für Potsdam, Melanie Iwanski. Und da kommt Patricia Thormann nicht mehr ran. 22:19 für Potsdam. Neuer Wechsel beim SSC. Mira Topic geht raus. Dafür kommt Julia Ressler. Und der Punkt für den SSC. 20:22. Eine Angabe jetzt. Berit Kaufeld. Und diesmal steht der Block von Potsdam. 23:20 aus Sicht von Potsdam. Der Ball ist im Aus. 21:23 für den SSC. An der Angabe jetzt Dennis Hank. Und der Block steht vom SSC. 22:23. Wechsel auch beim SC Potsdam. Annika Zülow kommt für Laura Weinmeier. Und der Ball von Dennis Hanke geht ins Netz. Das heißt, Satzball für den SC Potsdam im ersten Satz. Eine Angabe jetzt. Chantal Laboureux. Und da gab es einen technischen Fehler. Und der Punkt geht nach Potsdam und damit auch der erste Satz. 25:22 aus Sicht von Potsdam im ersten Satz. Und damit steht es in den Sätzen 1:0.
Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Satz hier in der Arena Schwerin zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Es steht in den Sätzen 1:0 für den SC Potsdam. Und den zweiten Satz wird eröffnen die Nummer 9 vom SSC, Marie Frick. Und der erste Punkt geht nach Potsdam. 1:0. Isa Rühl. Der Ball verspringt, damit der Ausgleich. 1:1. Mira Topic. Und erneute Führung für Potsdam. 2:1. Erste Maus. Damit 2:2. Der Ball war am Aus von Patricia Thormann. Damit steht es 3:2 für Potsdam. Patricia Grohmann trifft da ihre Mitspielerin am Hinterkopf. Damit Punkt für den SSC. 3:3. Patricia Thormann. Und der Ball von Patricia Thormann ist drin. Damit Führung für den SSC. 4:3. Und den Ball kann Wendula Adlerova nicht richtig annehmen, beziehungsweise nicht mehr ausweichen. Damit steht es 4:4. Und der Ball von Melanie Iwanski geht ins Netz, damit Schwerin wieder in Führung. 5:4. Wendula Adlerova. Der Ball ist zu weit. 6:4 für Schwerin. Der Ball geht ins Aus. Damit steht es jetzt 5:6 aus Sicht von Potsdam.
Sandra Sülig. Für den SSC. Berit Kaufeld. Und Mira Topic erhöht auf 8:5. Und damit geht es in die erste technische Auszeit hier im zweiten Satz. So, wir haben immer das Spiel, das nächste Spiel, der Sportverein Wiesbaden, der erste Platz für Wiesbaden. Wir gucken auf das zweite Tableau, da haben wir das Tableau für Nutzfall, stehen die erste Platz für Wiesbaden. Weiter geht's mit Berit Kaufhalt an der Angabe für den SSC. Mit dem direkten Ass zum 9:5 aus Sicht des SSC. Marie Frick mit dem 10:5 und Auszeit jetzt genommen von Potsdam. Chantal Labreu schlägt den Block an. Aber der Ball geht jetzt aus. Damit 6:10 aus Sicht von Potsdam. Und kraftvoller Schlag von Wendula Adlerova zum 11:6. Der Punkt geht an Potsdam. Damit steht es 7:11 aus Sicht von Potsdam hier im zweiten Satz. Lisa Rühl. Aus Sicht des SSC. Für den SSC jetzt Mira Topic. Ja.
und Nadja Schaus mit dem 13:7. Und Wendula Adlerova erhöht auf 14:7. Und beim Stand von 14:7 Auszeit durch Potsdam. Und weiter geht's mit Mira Tobisch. Und der Ball war drin, sagt der Linienrichter. Damit 14:8. Aussicht des SSC. Und der Ball zu weit. 15:8 für Schwerin. Eine Angabe jetzt Nadja Schaus. Und Patricia Thormann mit dem 16. Punkt für Schwerin. Und damit geht es in die zweite technische Auszeit. Weiter geht's mit Nadja Schaus. Der Punkt geht nach Potsdam. 9:16. Aussicht des SC Potsdam. Und Patricia Thormann schlägt den Ball ins Netz. Damit steht es jetzt
10:16 aus Sicht von Potsdam. Und diesmal macht sie es besser. 17:10 im zweiten Satz für den SSC. Patricia Thormann holt den 18. Punkt für den SSC. Kann keiner vom Schweriner SC mehr halten. Der Ball von Chantal Labrue zum 11:18 aus Sicht von Potsdam. Und der Ball von Wendula Adlerova geht durch den Block, damit 19:11 aus Sicht des SSC. Und jetzt mit der Angabe für den SSC, Janine Völker. Der Punkt geht an Potsdam, 12:19 für den SC Potsdam. Sandra Sülik mit der Angabe für Potsdam. Und Berit Kaufeld holt den 20. Punkt. Damit steht es jetzt 20:12 im zweiten Satz. Und eine Angabe jetzt auch Berit Kaufeld. Aber der Ball ist zu weit. Damit 13:20 aus Sicht von Potsdam. Patricia Thormann mit dem Punkt zum 21:13 für den SSC. Marie Frick. Und schöne Aktion von Mira Topic zum 22:13.
Und wieder Patricia Thormann zum 23 zu 13. Und da war Patricia Thormann noch dran. Deshalb gibt es den Punkt für Potsdam 14 zu 23. Direkt verwandelt 15 zu 23 für SC Potsdam. Patricia Thormann erhöht auf 24 zu 15. Das heißt, Satzball für den SSC hier im zweiten Satz gegen den SC Potsdam. Und die Angabe wird machen Mira Topic. Und der Block vom Schweriner Sportclub steht. Damit geht der zweite Satz 25-15 an den SSC und es steht in den Sätzen 1-1. Damit begrüße ich Sie zum dritten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und dem SC Potsdam. Es steht in den Sätzen 1-1. Eröffnen wird diesen Satz Sandra Südlich. Der erste Punkt durch Nadja Schaus für den SSC 1-0. Und jetzt mit der Nummer 9 Marie Frick. Und Chantal Labereux mit dem Ausgleich zum 1-1. Patricia Thormann zum 2-1. An Angabe jetzt Mira Topic. Der Punkt geht an Potsdam 2-2. Lisa Röhl. Und Wendula Adlerauber schlägt den SSC wieder in Führung 3-2. Der Schaus. Ja.
da kommt Miratopic nicht mehr hinterher. Damit Ausgleich. 3 Beide. Der Ball im Aus. Damit geht der SC Potsdam zum ersten Mal in diesem Satz in Führung 4:3. Und Miratopic mit dem Ausgleichspunkt 4 Beide. Patricia Tormann. Und aufschlagen für Potsdam wird jetzt Patricia Grohmann. Und da trifft Wendula Adlerhofer nur den Block. Damit steht es jetzt 6:4 aus Sicht von Potsdam. Jetzt macht Wendula Adlerhofer besser. 5:6 aus Sicht des SSC. Fünf aus Sicht von Potsdam. Und jetzt Melanie Iwanski für Potsdam. Und Miratopic holt den 6. Punkt. Damit steht es jetzt 6:7. Aus Sicht des SSC. An der Angabe jetzt Berit Kaufeld. Aber der ist zu weit. Damit steht es 8:6 aus Sicht des SC Potsdam. Das heißt, erste technische Aussatz, Auszeit im 3. Satz. Eine Angabe jetzt für Potsdam, Sandra Südig. Und
Mira Topic mit dem 7:8 für Schwerin. An der Angabe jetzt Marie Frick. Und da schlägt Chantal Labrue gegen den Block. Damit steht es 8:8. Und Laura Weinmeier mit dem 9:8 für Potsdam. Nadja Schaus erzielt den erneuten Ausgleich zum 9:9. Mira Topic. Und Patricia Thormann schlägt den SSC wieder in Führung 10:9. Patricia Grohmann mit dem Ausgleich für Potsdam 10:10. Lisa Rühl. Wendula Adlerova mit dem 11:10. Nadja Schaus. Und den kann sie nicht mehr vernünftig annehmen. 11:11. Laura Weinmeier und erneut Patricia Grohmann. Damit steht es jetzt 12:11 aus Sicht des SC Potsdam. Der ist soweit. Damit wieder zur Beide. Patricia Thormann. Aus Sicht des SSC. Und Patricia Thormann verwandelt diesen Ball direkt in 14:12 für Schwerin. Mira Topic erhöht auf 15:12.
Und der Ball von Patricia Thormann. Zu weit. Da war keiner mehr dran. 13-15 aus Sicht von Potsdam. Patricia Grohmann. Erneuter Punkt für Potsdam. 14-15 aus Sicht des SC Potsdam. Und der Ball ist drin. Damit das Ass. Und der Ausgleich. 15 beide. Wendula Adlauer holt den 16. Punkt und damit geht es beim Stand von 16-15 in die zweite technische Auszeit im dritten Satz. Für den SSC Janine Völker. Und der Ball war zu weit. Damit steht es jetzt 17-15 aus Sicht des SSC. Mira Topic mit dem 18-15 und Auszeit genommen von Volker Kniedel. Weiter geht's mit Janine Völker. Ja.
Und den Ball kann Lisa Thomsen nicht mehr kontrollieren. 16 zu 18 aus Sicht von Potsdam. Und Berit Kaufeld mit dem 19 zu 16. Und Berit Kaufeld verlässt das Feld. Dafür kommt Anja Brandt. Mira Topic steht dort goldrichtig. 20 zu 16. Und weiterhin an der Angabe Anja Brandt. Aussicht von Potsdam. Sandra Südlich. Und Marie Frick. Zum 21 zu 17. Aussicht des SSC. Der Ball geht jetzt auf 18, 21. Und für Potsdam die Nummer 4, Chantal Labreux. Für den Schweriner Sportclub im dritten Satz. Mira Topic. Da kommt Mira Topic nicht mehr ran. 19:22 aus Sicht von Potsdam. Janine Hinderlich für Potsdam an der Angabe. Patricia Thormann mit dem 23 zu 19 aus Sicht von Schwerin. Erneute Auszeit durch Volker Knedel von Potsdam. Weiter geht's mit Nadja Schaus. Und den Ball kann Chantal Labreux nicht mehr kontrollieren. Damit steht es 24 zu 19 im dritten Satz. Satzball.
Der Ball geht ins Aus. Damit steht es 25-19 im dritten Satz. Und es steht in den Sätzen damit jetzt 2-1. Und wir melden uns zurück zum vierten Satz aus der Arena Schwerin zwischen Schweriner SC und SC Potsdam. Es steht in den Sätzen 2-1 für den SSC. Eröffnen wird den vierten Satz Marie Frick. Und der Schlag von Chantal Labreux geht ins Aus. Damit der erste Punkt auf Schweriner Seite 1-0. Und auch dieser Ball zu weit. 1-1. Chantal Labreux. Führung für den SC Potsdam 2-1. Patricia Thormann zum Ausgleich 2-2. Mira Topic. Und Janine Hinderlich mit dem 3-2 für Potsdam. Das ist der Ausgleich. 3 Beide. Nadja Schaus mit der Angabe für den Schweriner Sport. Aber die ist zu weit. Damit heißt es wieder Führung für den SC Potsdam 4-3. Laura Weinmeier. Da war die Hand noch am Ball. Ball 4-4. Patricia Thormann. Und auch dieser Ball ist zu weit. 5-4 aus Sicht von Potsdam. Und der Ball von Patricia Grohmann ebenfalls ins Aus. Erneuter Ausgleich.
Svenula Adarova. Punkt für Schwerin. 6-5. Und Chantal Labrue mit dem erneuten Ausgleich zum 6-6. Melanie Iwanski. Und Berit Kaufeld zum 7-6. Berit Kaufeld. Und der Ball von Wendula Adlerova ist im Feld. Damit steht es 8-6 für den SSC und erste technische Aussatz im vierten Satz. Damit geht es weiter im vierten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Eine Angabe, Berit Kaufeld. Mit dem Ass zum 9-6. Marie Frick zum 10-6. Wechsel auf Seiten von Potsdam. Chantal Leroux geht raus. Dafür kommt Annika Zülo. Und Potsdam verkürzt auf 7-10. Christina Bogner. Auch mit einem Ass zum 8-10 aus Sicht von Potsdam. Und Mira Topic mit dem Punkt für den SSC 11-8. Marie Frick.
Der Punkt geht nach Potsdam. 9:11. Annika Zülow. Aussicht von Potsdam. Erneut direkt verwandelt. Damit 11:11. Patricia Grohmann schlägt den SC Potsdam in Führung 12:11. Der Ball zu weit. Damit wieder Ausgleich. 12 beide. Eine Angabe jetzt für den SSC. Miratovic. Der Punkt geht an Potsdam. 13:12. Janine Hinderlich. Schiedsrichter sagt, da war noch eine Spielerin von Potsdam dran. Damit 13:13 aus Sicht des SSC. Und Nadja Schautz mit der Angabe ins Netz. 14:13 für Potsdam. Laura Weinmeier. Und Patricia Thormann mit dem 14:14. Und der Ball geht ins Aus. Damit Führung für den SSC. 15:14.
Und da steht der Block vom Schweriner Sportclub. 16-14. Zweite technische Auszeit im vierten Satz. Weiter geht's mit Patricia Thormann. Und da steht Melanie Iwanski. Goldrichtig. 15-16. Aus Sicht des SC Potsdam. Christian Roman. Und Wendula Adlerova mit dem 17-15. Und der Wechsel auf Schweriner Seite für Wendula Adlerova kommt Janine Völke. Annika Zülow kommt mit ihrem Schlag durch den Block. 16-17 für Potsdam. Und Berit Kaufeld holt den 18. Punkt. Damit steht es jetzt 18-16 aus Sicht des SSC. Und der Ball ist drin. 17-18. Christina Bockner mit der Angabe für Potsdam. Und Nadja Schaus mit dem 19-17 für den Schweriner Sportclub. Marie Frick. Und Annika Zülow mit dem Schlag ins Aus. 20-17 und Auszeit genommen von Potsdam.
17. Aus Sicht des SSC und Wechsel bei Potsdam für Annika Zülow, Chantal Labereux. Und der Block von Potsdam steht diesmal 18-21. Janine Völker nicht mehr ran. 19, 21 und Auszeit von Torre Alexandersen. Mit der Angabe für Potsdam. Und Mira Torbic erhöht auf 22-19 für den SSC. Für den SSC jetzt meine Angabe Mira Torbic. Marie Frick etwas unglücklich bei der Annahme aus. 20-22. Janine innerlich. Und Patricia Thormann mit dem 23-20 aus Sicht des SSC. Schaus. Und Patricia Gohmann mit dem 21-23 für Potsdam. Laura Weinmeier. Und erneut Patricia Grohmann, 22-23 und Wechsel beim SSC. Berit Kaufeld geht raus, dafür kommt Anja Brandt. Und eine Angabe für Potsdam jetzt, Laura Weinmeier. Ausgleich für Potsdam. Damit steht es 23-23 im vierten Satz. Erneute Auszeit für den SSC durch Torre Alexandersen. Thank you.
Und Punkt für Potsdam. Damit geht Potsdam in Führung. 24-23. Satzball. Der Satz geht mit diesem Absprachefehler 23-25 verloren für den SSC. Damit steht es in den Sätzen 2-2 und das heißt, es geht in den fünften Satz in den Tiebreak. Damit geht es weiter im Tiebreak zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam hier in der Arena Schwerin. Und eröffnen wird alles entscheidenden Satz Marie Frick vom SSC. Und der erste Punkt geht an den SC Potsdam 1-0. Und für Potsdam jetzt an der Angabe Chantal Laboureux. Zweiter Punkt geht an Potsdam. Damit steht es 2-0 für Potsdam. Und Nadja Schaus mit dem ersten Punkt für den Schweriner Sportclub. Aufschlagen wird jetzt Mira Topic. Und der Block von Potsdam steht Laura Weinmeier. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Janine Hinderlich. Anschlusstreffer 2-3 aus Sicht von Schwerin. An der Angabe jetzt Nadja Schaus. Ja.
und Wendula Adlerova holt den Ausgleichspunkt 3:3. Antenne berührt. Der Schweriner Sportclub geht in Führung 4:3. Patricia Thormann schlägt den Block an. Für Potsdam jetzt Laura Weinmeier. Angezeigt durch Schiedsrichter. Da war noch eine Spielerin von Potsdam dran. 5:4 aus Sicht des SSC. Patricia Thormann. Und Wendula Adlerova erhöht auf 7:4. Potsdam 5:7. Und mit der Angabe jetzt auf Potsdamer Seite Patricia Krohmann. Und Wendula Adlerova holt den 8. Punkt. Damit heißt es im Tiebreak Seitenwechsel. Und auch gleichzeitig Wechsel auf Schweriner Seite. Wendula Adlerhauber geht raus. Dafür kommt Janine Völker und sie wird auch gleich aufschlagen für den Schweriner Sportclub.
Mira Topic baut die Führung aus auf 9-5 aus Sicht von Schwerin. Und wenn heute Auszeit durch Volker Knedel vom SC Potsdam. Weiter geht's mit Janine Völker. Und Punkt für Potsdam durch Chantal Labereux. Melanie Iwanski an der Angabe für Potsdam. Und erneut Mira Topic mit dem 10-6 aus Schweriner Sicht. Und jetzt Wechsel auf Schweriner Seite. Berit Kaufeld geht raus. Dafür kommt Anja Brandt. Und Janine Völker verschätzt sich da etwas. Der Ball geht ins Netz. 7-10. Auf Potsdamer Seite jetzt Christina Bockner. Und der Ball von Patricia Traumann geht soweit. Damit steht es jetzt für Potsdam 8-10. Und Auszeit genommen durch Tore Alexandersen auf Schweriner Seite. Weiter geht's für Potsdam mit Christina Bogner. Und Mira Topic. Mit dem 11-8. Für Schwerin jetzt Marie Frick. Patricia Thormann mit der 4-Tore-Führung 12-8. Thank you.
13:8 für den Schweriner Sportclub. Chantal Laboury verkürzt für Potsdam auf 9:13. Nadja Schaus holt den 14. Punkt für Schwerin. Damit steht es 14:9 im Tiebreak. Und das heißt Satz und Matchball. Mira Topic. Und Patricia Thormann macht den Sack zu. 15:9 gewinnt Schwerin den Tiebreak. Und damit in den Sätzen 3:2. Und dann der fünfte Satz, Tiebreak 15:9. An den Schweriner SC, die Spielzeit in den Sätzen nach einmal 23 Minuten, zweiter Satz 22 Minuten, dritter Satz 24 Minuten und der nächste Satz 26 Minuten, Satz 4 und 15 Minuten der Tiebreak. Das sind die Fakten und ich sage erstmal gar nichts mehr, weil mich interessiert jetzt auch die Meinung, Grunde genommen beider Trainer. Schwerin hat gewonnen. Es war ein Kampf, aber ein Sieger steht fest. Und der Volker-Trainer hier beim Sportclub Potsdam hat das Wort. Ja, schönen guten Abend aus Berlin. Für Mittwochabend haben wir heute mal Zuschauer da. Wir sind wahrscheinlich nicht so der Publikumsmagnet, aber es kann sich ja noch ändern in den nächsten Jahren. Herzlichen Glückwunsch an den Spieler C, der Spieler C gewonnen hat, verdient aus meiner Sicht. Wir sind froh und stolz, dass wir so weit wackeln gehen konnten, dass wir so einen fünften Satz zwingen mussten. Aber wir konnten nicht in den entscheidenden Momenten die Annahme von Schwerin stabilisieren, wenn sie die Wahl am Netz haben, dann sind sie schon sehr gut. So, jetzt. Volker, wie seid ihr angereist? Was für eine Motivation? Ihr habt ja Heimspiel gehabt gegen Dresden. Das Ergebnis kennen wir auch alle. Also ihr seid hier locker, flockig rangegangen und es hat sich dann doch bewahrheitet, dass man auch Schwerin zu Hause hier in der Arena Schwerin zum Wacken bringen kann. Ja, wir sind zurzeit in einer fantastischen Verfassung. Jedes Spiel mit vollem Enthusiasmus rein. Wussten natürlich, dass Schwerin zweimal verloren hat, zwei enge Spiele verloren hat, dass sie vielleicht in der einen oder anderen Phase vielleicht ein bisschen verunsichert sein könnten. Wir wollen in die Phase vielleicht ausnutzen.
So, dann machen wir uns jetzt nochmal Kontakt bis hier hin. Hier der Trainer erfolgreich für Sport in Potsdam. Gibt's die Moment einfach weiter an Tore Alexander. Sie natürlich auch hier mein Glückwunsch, auch an die Mannschaft. Der Sieg ist ja da, 3-2. Aber hättest du nie gedacht, dass das heute so viel Nerven kostet? Wir haben ein bisschen Probleme im Anfang gehabt. Potsdam hat sehr gut Aussteigen gespielt und uns von Anfang an das Spiel ordentlich durchgesetzt. Aber wir haben geschafft, das umzudrehen, außer die letzten 5 Punkte im 4. Satz da mal zurückgeben, ein bisschen leise und nervös auftreten. Finde ich, dass wir haben auch teilweise viele gute Sachen gemacht. Und es ist auch nicht so einfach. Aber es war, wie gesagt, auch enge Spiele verloren hier. Es ist auch nicht schön, wenn das passiert. So, heute sind wir froh für die 2 Punkte und freuen uns jetzt auf Jesperburg auswärts und hoffen, dass wir dann auch die gleichen Leistungen zeigen in Spielen, dass wir noch die Training momentan haben. Es läuft wirklich gut und wir machen viele gute Sachen. Wir brauchen nur diese kleine Konto mit Glück und auch ein kleines Team mit Selbstvertrauen, dann läuft das Ganze viel besser. Das kommt. Ja, Tore, eine Frage habe ich noch. Potsdam in der Rückrunde ja Bernd Stark, das konnte man ja auch schon lesen. Kann man da zu Recht sagen, das sind die jungen Wilden, die haben auch teilweise gespielt, die haben die Bälle zurückgeholt und es ging ja gar nicht. Also positiv natürlich für Potsdam und wir mussten unsere richtige Zugang geben. Ja, aber wie gesagt, Potsdam ist eine gute Mannschaft und der erste Satz war uns im anderen nicht stabil genug und man hat dann gesagt, ich habe zu viel Bälle geholt. Aber gut, wir haben geschafft, das funktionieren und zu steigen in den nächsten 2 Sätze und bis zum Schluss fast der 4. Satz. Aber klar, wie gesagt, einige gute Sachen, aber auch gerade viele Tiefe natürlich. Wir mussten auf einem höheren Spiel, das ist keine Frage, aber für heute war es nicht schön, 2 Schlüssel kriegen und das haben wir geschafft. Und müssen das so wieder nicht. So, das Statement von Thomas Alexander, ein Dankeschön bisher. Ja, Volker, du kommst jetzt zur Wahl der besten Spielerin aus deiner persönlichen Sicht Schwieriger Sportgruppe. Ja, das ist die Spielerin, die man am Neuen kriegt. Also das finde ich ganz besonders. Ich hätte es genauso gesehen. Und die ganze natürlich mit mir reinigen. Marie, kommen Sie noch mal kurz her, damit wir ein anständiges Bild haben. Und jetzt Tom Alexander, die beste Spielerin beim Sportclub Potsdam. Nummer 6, Patricia Kummer. Ja, das ist die Patricia Kummer, das ist auch gleichzeitig die Mannschaftsführerin. So, Patricia kommt auch noch an die Seite. Ne? Die Presse müssen da was machen. Ja, was heißt das für Potsdam? Nächster Heimspiel? Der Auswärtsspiel? Ja, wir haben in den nächsten Wochen ein Heimspiel, kommt jetzt die Mannschaft aus Stuttgart, jetzt deine Frau Wiesel. Ja, wird genauso schwer sein, aber wir spielen es eigentlich halt sehr gut, gerade zu Hause und da rechnen wir uns auch aus, mindestens wieder 1-2 Sätze mindestens zu holen. So, das soll es auch gewesen sein. Wir bedanken uns auch beim Publikum. Ich weiß, ich habe es euch auch schwer gemacht. Ich musste euch anheizen bis zum Schluss. Aber der Sieg ist unser und das ist okay, 3-2. Thomas Alexandersen wünscht mir natürlich viel Zufuhr für Glück und natürlich auch. Und schön, dass ihr hier wart. Hätte keiner gedacht, dass es heute so spannend wird. Tschüss.